So, wir haben Bowser beim letzten Mal besiegt, hier in Super Mario 64 The Green Stars, und es fehlt immer noch mindestens ein Stern hier in der Bowser-Welt. Oder zwei. Es gab vier Sterne hier, ne? Ja, okay, zwei fehlen noch. Wir wissen, wo einer ist, und da dürfte es eigentlich auch gar nicht mal so schwer sein, dran zu kommen. Zum einen glaube ich, es ist eine Vermutung, aber ich glaube, die ist auch teilweise bestätigt. Es gab ja diese unsichtbaren Wege da unten. Oder Schrägen. Es war ja eher so eine Schräge, die uns das erlaubt hat. Ich gehe noch eine höher. Das ist kacke. Ich wollte nämlich hier eigentlich ganz gerne... Was ist... Ach so, so seid ihr drauf. Okay. Versteh schon. So, dass man das hier nicht machen kann. Aber warum macht man es dann unsichtbar? Einfach damit es stylischer aussieht, oder wie? Okay, doch, tatsächlich. Aber hier ist eine Medaille. Ach, ihr seid solche Idioten. Schon wieder so ein Kack. Das hatten wir doch gerade in der Medaille Cap und... Jetzt will man nochmal, dass ich so ein Kack... Das ist... Echt nicht gut. Also wer sich an die Medaille Cap erinnert, ich glaube, das war Part 4 oder so. Hatten wir ja so einen ähnlichen Spaß. Wir kommen da einfach nicht hoch. Oh Gott. Nee, also so wird das nichts. Und wir haben immer noch nicht die Vanish Cap gefunden, ne? Das gehört noch dazu. Das kommt noch dazu. Bleib doch oben! Boah, ist das krampfig, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wir machen denselben Scheiß, der schon beim letzten Mal nicht funktioniert hat, einfach nochmal zum 10. Mal. Boah. Ja, Kamera. Es ist die schlimmste Idee. Wenn es ja wenigstens so eine Art Wandsprung wäre. Also so, wenn es zwei Wände wären. So wie in Star Road. Aber nee, das macht man hier nicht. Das wäre zu schön. Du hast den. Dankeschön. Oh, das ist doch echt lächerlich. So, gibt es jetzt hier vielleicht sogar noch irgendwo so ein geheimes Schild, das mir sagt, ey, da kannst du auch nochmal einen wundervollen Powerstern rausholen. Oder Grünstern. Ja, das sieht echt aktuell nicht so danach aus. Dann wäre auch dieses Bowser-Level komplett. Irgendwie hier? Nee. Naja, bleibt mal, wo ihr seid. Hier aus dem Fenster könnt ihr mir noch vorstellen, dass da was ist. Da! Aha! Hab's gefunden. Ja, das ist aber schnell gefunden. Ja, einfach in die Lava, ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Wow, also das war jetzt ein bisschen sehr schnell. Aber immerhin ist das Bowser-Level durch. Das kann man jetzt schon mal nicht bestreiten. Jetzt kommt's, die Hälfte der Folgen sind kaputt. Corrupted. Weil Baum. Ohne Begründung. Wäre nicht ganz wünschenswert, aber unmöglich ist es auch nicht. So. Bislang haben wir auch immer noch nichts auf der Oberwelt gefunden. Ich war einmal hier oben auf dem Schloss, in dem ich auf der Rakete ein BLG gemacht habe, auf dem Bowser hier gelandet bin und dann hochgeklettert habe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall waren dann da drei Leben. Und eine Lobpreisung. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt nochmal hochzugehen. Ist auf jeden Fall kein Geheimstern drauf. So, geh mal tot. This is Bowser's Castle. You finally made it in here. Most toads were scared and did not bother coming with you. But I will stick with you to the end. Ja, sicher. Glaubst auch nur du. Okay, wir haben jetzt einige Türen hier. Eine 65er-Tür, eine 80er-Tür und eine Holztür. Das ist echt geil. Und eine Holztür, yeah. Dark Dank Abyss. The Breath of Fresh Air. Was ist das für... Nein, nicht schon wieder ein fucking Wasserlevel. Kann ich hier hoch? Was ist das? Was zur Hölle?
Das ist so ein Scheiß mit Diamanten, ne, die man... Wo man den Wasserspiegel erhöhen kann. Ich hab jetzt schon keine Lust. Ich hab keine Lust drauf. Was macht die Kamera? Komisch drauf sein. Oh. Ich wäre jetzt lieber ganz gerne woanders. Keine Ahnung. Warum noch ein zweites Wasserlevel? Oh nee. Ich habe Suizidgedanken. Also ich würde gerne in den Strudel reingehen. Ach, das ist der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfang. Da. Schild, was sagst du mir? On the way up the double. Okay, wir sollen einen rosa Bob-Omb ansprechen. Wir werden es bereuen, falls wir es nicht machen oder so. Keine Ahnung. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder hat der... War das ein rosa Herz oder rosa Bob-Omb? Habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ich... Bin jetzt nicht so der größte Fan von Wasserleveln, das kann man sich vielleicht vorstellen. Nee, doch, hier ist einer. Hier ist ein Bob-Omb. Mach die Kanone auf! Okay, das wird auf jeden Fall die letzte Folge für die Session, also für die zweite Session. Was ist da? Irgendwas Tolles. Ah, so ein schräges, versunkenes Boot ist immer ganz toll. Oder Schiff. Hier gibt es bestimmt auch einige Fehler. Und ich treffe nicht. Loser, loser, loser. Oh, komm, Kamera. Ja, solche Sachen können einen alles kaputt machen. Ein zweites Wasserlevel, das braucht man nicht. Ein Wasserlevel reicht. Wir hatten schon ein Level, wo es ziemlich viel Wasser gab. Aber jetzt noch mit diesen... Oh nein. Klar, Mario 65 hatte dann in dem Sinne eigentlich drei Wasserlevel. Piratenbuchtpanik, Dire Dire Dogs und Atlantis Aquaria. Aber da, das ist was anderes. Das ist nicht vergleichbar. Ich meine, guck mal, hier müssen wir einen Turm hoch. Atlantis Aquaria war ja einfach nur... Ja, du kannst den Wasserspiegel erhöhen. Musst du aber nicht. Echt jetzt? Wow. Okay, da geht's höher. Wie soll ich da hochkommen? Ist hier eine Rakete? Eine Kanone? Da ist was. Oh, die 100 Münzen werden auch so ein Spaß hier. Oh, ich habe echt keine Lust. Immer schön, wenn man... Es ist immer sehr toll, wenn man sagt, dass man keine Lust hat, ne? Und dann die Zuschauer schon darauf vorbereitet, dass das nicht ganz so spaßig wird. Es geht ja hier nur um Fun. Und das ist dann so einfallsloses Leveldesign, ganz ehrlich. So langweilig einfach nur. Einfach nur die ganze Zeit irgendwelche kleine Plattformen hoch. Das ist... Das muss ich bestimmt für die Hälfte der Sterne machen. Ganz nach oben kommen. Ich meine, ich weiß nicht, wie hoch der Wasserspiegel sein muss, um Sterne zu kriegen. Also bin ich derjenige mit dem Problem, dass ich erstmal den Wasserspiegel so hoch wie möglich setze, um an alle Sterne zu kommen. Also fertig ist die Sache. So. Komme ich da hoch jetzt? Da ist ein Stern, habe ich doch gesehen. Aber erstmal einen Schalter drücken, warum nicht? Oder durch eine andere Röhre. Oh.
Oder vielleicht finde ich auch irgendwo einen rosa Bob-Omb. Ich meine einen schwarzen. Also den, um mich durchzubaggen. Das ist nämlich auch immer ganz toll. Es hört nicht auf! Da ist das Ende. Ich sehe es. Ich spüre es. Boah, lieber TikTok-Clock. Ganz ehrlich. Wo können wir uns hinschießen? Ich will nicht mehr hier sein. Ach, wir sind jetzt ganz oben. Das ist wenigstens mal schön. Guck mal, wir müssen für die roten Münzen doch mal hier hoch. Ist ja witzig, ey. Den ganzen Kack nochmal für 100 Münzen. Für die roten. Für 100 auch. Das ist auch ein Herz, okay. Ich meine, das muss man doch nicht machen. Das ist so einfallslos, so linear, so, das ist Streckung. Ich will Sterne in den Arsch geschoben bekommen, ja, und nicht so einen Kack machen. Also falls es jetzt hier irgendwo einen Schalter gibt, dann werde ich den jetzt drücken. Falls. Wozu ist die Metal Cap hier? Ernsthaft? Nur zum Spaß, ja. Um mich zu verwirren. Okay, was ich jetzt mal mache, ist, ich erhebe das Wasser um eine Stufe, okay? Ich erhöhe das Wasser um eine Stufe. Und dann schaue ich einfach mal, ob ich da unten weiterkomme. Nee, hier ging's... Doch, da war doch was, oder? Hier war gar nichts. Doch, hier war was! Hä? Ich konnte das Wasser doch hier hochheben. Also bis hierhin auf jeden Fall. Du musst jetzt nach oben kommen, ohne sowas zu nutzen. Ja, klar. Witzig. Fucking Redcoin. Kann die Kamera... Kamera witzig, ey. Nee, hier ist überhaupt kein Diamant mehr oder ähnliches. Ich soll da unten rein, okay. Ach komm, einfach auf gut Glück. Hier sind Boxen. Was soll ich hier machen? Außer Coins sammeln und fast den 100 Münzstern erlangen. Ich muss denselben Quatsch jetzt nochmal machen, nur in einem anderen Tunnel. Yeah! Ist nicht dein Ernst. Und jetzt muss der Wasserstand hier oben sein. Oder ich nehme die Kanone einfach. Guck mal, hier ist noch eine rote. Irgendwann werden wir 100 Münzen haben, dann... Keine Ahnung. La 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 la. Wo kann ich mich hochschießen? Ah, das sieht alles nicht so toll aus. Reicht das? Wow! Punktlandung, okay. Das war sehr überraschend. Nein, das war alles Skill. Ich wusste, dass es so kommen würde. So, und jetzt bitte wiederholen. Mach dasselbe nochmal. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ne? Oh Gott, in den Stern rein, oder? Ja, geht so, ne? Einigermaßen. Oh, ich bin tot! Wow. Das war ja ein Deal. Hab ja richtig viel dazu gewonnen. Ja, wobei wir haben schon 39% vom 100 Münzstern. Theoretisch könnte man doch sofort dahin, oder?
Wie ich das einfach mit der Punktlandung hinkriege, das ist so cool einfach. So. Voll cool. Was für ein Wort. Ich habe auch schon so gemerkt, in diesem Heck gibt es sehr viele Kanonen. Zu viele. Ist das jetzt eine Verarsche oder was? Bin ich hier eigentlich nur zum Spaß? Ist das ein dreckiges Level? Ach, guck mal, hier brauche ich jetzt den... Ihr seid so witzig, ey. Das ist so ein... Ich mag ja die Idee davon, dass einige Missionen sich so... Also, dass sich das Level so ein bisschen ändert, wenn man einige Missionen gemacht hat, ne? Ich kann mich auch damit anfreunden, dass hier die Herzen weg sind, ne? Und ich dann so gesehen gesagt bekomme, ey, du musst nach unten. Aber warum hatte ich denn nicht die Möglichkeit, den Schalter zu drücken in der ersten Mission? Das wäre doch logischer gewesen. Ich muss da noch rein, ne? Achso, geht ja. Das war sehr gut vom Timing her. Jetzt muss es halt noch klappen, ne? Ja, okay. Ging ja. Ne, und hätte ich das jetzt schon von Anfang an gewusst, wäre das denn unter einer Minute abgefrühstückt worden. Boah, aber jetzt muss ich erstmal suchen, wo der nächste Stern ist. Wo der nächste ist. Ich kann ihn nicht einfach holen. So. Ja, der Stern in der Wand. Jetzt lass mich raten, der ist da, wo ich gerade war. Weil der Entwickler so witzig war. Sind die Herzen jetzt wieder da? Ja, natürlich. Jetzt kann man sie wieder einfügen. Ich muss mir echt mal andere Let's Plays dazu anschauen. Das kann ja wohl nicht sein. Puh. Die anderen haben alles sofort richtig gemacht. Sind sofort nach unten gegangen mit der Metallkappe. Aber ich kann jetzt hier nicht hin. Guck mal, jetzt ist hier einer, aber da nicht. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, muss ich ja jetzt hier rein. Was auch jetzt wiederum einfach nur Kacke wäre, weil... Jetzt ist der Stern da, ey! Was ist das hier, ey? Es ist doch... Jetzt gibt's keine Punktlandung. Ja, yeah, wundervoll. So wollen wir das. Boah. Ist das ein Kacklevel? War auch so undankbar. Du schaffst es irgendwo hin. Ich meine, das wäre auch wieder so ein Stern. Der wäre ja möglich gewesen in der letzten Mission. Warum lässt man mich dann den Stern nicht holen? In der einen Mission. Lächerlich. Nee, du musst darauf kommen. Das sind ja die ganzen Herzen, die dir dann anweisen, wie hoch du sein sollst. Mhm. Ach, fuck off. Reicht sogar aus. Okay, vielleicht können wir einen noch holen, aber ich glaube, das werden die roten Münzen sein, oder? Oh, bitte jetzt nicht die roten. 4 ist immer rote Münzen. Nee, doch nicht. Es gibt noch mehr Röhren. Aha. Ich habe einfach genug von dem Level.
Underwater Pipe Madness? Ich muss das Ding wahrscheinlich so weit nach oben treiben, also hier den Wasserstand, bis ich da unten bei den Röhren einmal reinschwimmen kann und dann wieder nach oben kann. Also ich muss quasi den Wasserstand erstmal erhöhen und dann später auf und ab. Ich werde den mal noch einmal höher stellen und dann schauen, wie es weitergeht. Also ob es stimmt. Aber kann auch sein, dass man mich jetzt hier verarschen will. Wäre ja nicht das erste Mal. Es gibt ja immer... Ah, stimmt, das mit der Röhre, ne? Es gibt ja immer noch... Okay, bis hierhin muss ich es bringen. Ah, ne, quasi. Das stimmt gar nicht. Quasi. Was ist hier? Was ist das hier? Ein Labyrinth. Jeder mag Labyrinthe. Oh, die Kampen. Oh, nee, für die roten fucking Münzen? Ernsthaft? Aha. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Stern. Ich würde gerne angemessene Kameraansicht haben. Oder überhaupt gerne mal sehen, wo der Stern ist. Hallo, Kamera! Ey, sind wir in der japanischen Version, oder wie? Oh, zum Glück! Zum Glück war das die Röhre! Oh. Underwater Pipe Madness. Und mit Glück erstmal diesen Stern gefunden. So, und hier habe ich echt keinen Bock mehr. Hier cutte ich einfach. Nee, also ich cutte das nicht, aber ich höre jetzt hier auf mit der Session, weil ich habe echt keine Lust mehr. Die roten Münzen, die werden aufs nächste Mal verschoben. Dann habe ich wieder bessere Laune, die ich mir dann verschlechtern kann, um dann in späteren Leveln mit grimmiger Stimmung reinzukommen. Ja, das ist auch toll. Ja, bis dahin, tschüss und bye bye.